Was sind die aktuellen Herausforderungen im Cash-Management? Wie hat sich die Pandemie ausgewirkt? Wie wichtig ist die Hausbank? Und welche Zukunftstrends gibt es im Cash-Management? Dazu ist jetzt Dr. Jürgen Haengel bei uns. Er ist Managing Director und Leiter des Zentralbereichs Unternehmenskunden bei der Landesbank Baden-Württemberg. Er verantwortet dort die Steuerung und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmenskundengeschäfts, zum Beispiel mit Blick auf Digitalisierung, Plattform und Nachhaltigkeit. Neben dem Produktmanagement ist er auch für das Cash-Management der LBBW bei Unternehmenskunden verantwortlich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Haengel. Schön, dass Sie persönlich hierher gekommen sind. Zu uns vielleicht an der Stelle nochmal für alle, die uns zuschauen. Wir sind natürlich alle, die hier arbeiten im Rosengarten, sind wir alle jeden Tag getestet und abseits der Gespräche vor der Kamera tragen alle Maske. Also es geht hier alles absolut Corona-konform zu. Es wird auch ständig desinfiziert und gewischt und gemacht. Also man muss sich überhaupt keine Sorgen um uns machen. Ich habe es schon angesprochen, es geht auch um die Hausbankrolle. Die Hausbankrolle ist nach Ihrer Ansicht ja mehr denn je gefragt. Das war auch gerade im Treasurer-Talk schon ein Thema. Warum ist das so? Warum sehen Sie das so? Ja, in der Corona-Krise haben wir ja gesehen, dass die Kunden zu ihrer Hausbank gekommen sind, um die Krisenthemen zu besprechen und auch das Thema Liquiditätssicherung natürlich zu besprechen. Und die LBBW war natürlich als strategischer Partner für ihre Kunden da, auch immer sehr gut erreichbar logischerweise. Denn da war es wichtig, dass wir unseren Kunden, den Hausbankkunden, den strategischen Partnern zur Verfügung gestanden haben. Und wir sehen es ja deutlich an den hohen Finanzierungsvolumen oder Förderkrediten, die wir als Landesbank auch an unsere Kunden in kürzester Zeit rausgegeben haben. Und deshalb auch ein Tipp aus meiner Sicht für Unternehmenskunden, denn gerade in der Krise zahlt es sich aus, eine verlässliche Hausbank zu haben. Mhm. Durchaus auch mal zu überprüfen, welche Kunden da entsprechend vielleicht zu viele Kernbanken haben, denn auch da lohnt es sich durchaus zu reduzieren, auf die verlässlichen Kernbanken und Hausbanken zu reduzieren. Denn wir haben ja gesehen, dann, wenn die Krise kommt, wenn es eng wird, dann waren natürlich unsere Kernkunden im Fokus und andere Kunden, die nicht Kernkunden und nicht Hausbankkunden waren, die mussten dann halt ein bisschen länger warten, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Das heißt, einfach überlegen als Unternehmenskunden, in ruhigem Fahrwasser mag vielleicht die eine oder andere Plattform und der günstige Anbieter gut sein, aber in Krisenzeiten erinnert man sich sehr stark wieder den Hausbanken, den verlässlichen Partner, und den sollten sich die Unternehmenskunden unbedingt suchen. Das war tatsächlich im Treasurer-Talk auch genauso geschildert worden, dass eben manche Banken haben gesagt, oh nee, wir können jetzt keine Kreditlinien aufstocken oder so. Da war gar nichts. Und andere haben eben von sich aus angerufen und gefragt, was braucht ihr, was können wir für euch tun, und waren auf einmal auch noch besser erreichbar als vorher. Also da ist viel passiert in der Pandemie bei den Banken. Ja, absolut. Aber nochmal, ich glaube, wir haben in kürzester Zeit, haben wir alle unseren strategischen Partnerkunden zur Verfügung gestanden. Und das war natürlich die Priorität, das waren die Kunden, die im Fokus standen. Und Sie können sich vorstellen, wenn natürlich sehr, sehr viele Kunden in der Schlange stehen, dann kommen natürlich Ihre besten Kunden natürlich zuerst dran. Was waren und sind denn die Implikationen von Corona auf das Cash-Management der Kunden? Also ich glaube, im ersten Schritt möchte ich das Thema Homeoffice mal nennen. Das Thema Homeoffice war ja für uns alle eine riesen Herausforderung. Und ich glaube, wir haben diese große Veränderung sehr, sehr gut überstanden, auch diese Feuerprobe mit unseren Kunden überstanden. Zum Glück hat die Technik funktioniert. Wir waren gut vorbereitet auf der Technikseite. Und ich glaube, es war ein sehr partnerschaftlicher Austausch zwischen uns, den Kunden, dass wir alle, die wir im Homeoffice waren, hier entsprechend gut unterwegs waren. Und wir haben natürlich gesehen, dass Corona auch ein echter Innovationsbeschleuniger im Cash-Management ist. Denn beispielsweise Aufschwung, bargeldloses Bezahlen, Arbeitsbezahlprozesse oder Unterstützung auch bei anderen Themen. Beispielsweise das Thema Cyberkriminalität war ein echtes Top-Thema, was wir als Landesbank in der Vergangenheit ja auch jetzt sehr stark gespielt haben. Da waren sehr viele Kunden interessiert, was müssen wir da tun? Und unsere Berater haben zur Verfügung gestanden, auch bei solchen Themen, Fraud-Management, Cyberkriminalität, weil das waren Themen, die natürlich in der Corona-Krise deutlich wichtiger geworden sind. Klar, auch das hat unseren Treasurer-Talk heute Morgen schon ziemlich dominiert, dieses Thema. Werden denn die Herausforderungen der Digitalisierung allgemein durch Corona noch verstärkt? Ja, das glaube ich schon. Also der Megatrend Digitalisierung, der schon ein Megatrend war, ist jetzt noch wichtiger geworden. Und erlauben Sie mir einfach mal ein Beispiel aus der Landesbank Baden-Württemberg zu nennen. Wir haben ein Corporates-Portal für unsere Unternehmenskunden und wir haben die Anzahl der Kunden in kürzester Zeit in Corona versechsfacht, sodass wir inzwischen rund 30% unserer Kunden haben, die dieses Corporates-Portal nutzen.
wo einfach ein digitaler Zugang existiert, quasi wie so ein digitales Ökosystem zur Landesbank Baden-Württemberg, ob Multikanal, Zahlungsverkehr, ob die digitale Avale, ob viele andere Themen, die wir dort anbieten. Und da haben wir richtig gesehen, dass natürlich unsere digitalen Kanäle besonders genutzt worden sind. Auch das Thema Customer Self-Service ist etwas, was immer mehr kommt, dass die Kunden natürlich selbst administrieren können, selbst ihre Rechte und Vollmachten entsprechend administrieren können. Und ein anderes Thema ist natürlich auch digitale Signatur. Hat einen riesen Push bekommen natürlich. Wer wollte schon ins Büro kommen für eine Originalunterschrift? Und da sind die Banken natürlich jetzt dran, das Thema digitale Signatur mit Geschwindigkeit jetzt natürlich in die Verträge zu bringen, in die Themen zu bringen. Und auch wir sind natürlich da mit Hochdruck dran. Wie weit sind Sie denn? Denn da kam bei unserem Treasurer Talk durchaus die Kritik, dass die Banken da eben manches noch nicht akzeptieren, vieles noch nicht funktioniert. Wie weit sind Sie? Ja, absolut. Ich glaube, wenn wir an die Prozesseffizienz denken, war das Thema digitale Signatur nicht die höchste Priorität. Wenn Sie Prozesse in der kompletten Prozesskette optimieren, dann war es nicht die Signatur vorne, die Ihnen ein paar Sekunden spart. Mhm. Sondern jetzt durch die Corona-Thematik ist das Thema natürlich deutlich an Bedeutung hinzugenommen. Und deshalb sind wir beispielsweise im Corporate-Portal, haben wir das Thema digitale Signatur jetzt im Piloten. Wir haben Kreditverträge dabei. Wir werden jetzt nach und nach unsere ganzen Verträge auf das Thema digitale Signatur mit DocuSign auch umstellen. Aber Sie haben recht, wir sind dabei, haben Projekte aufgesetzt und die Kunden müssen sich hier und da noch ein bisschen gedulden. Warum dauert das? Technik. Am langen Ende müssen Sie IT haben und es muss auch funktionieren. Denn für mich ist Zahlungsverkehr Sicherheit, also Sicherheit in den Themen und auch Innovationen, wenn Sie die bringen, ist das Thema Sicherheit im Zahlungsverkehr immer wichtig und deshalb müssen Sie es ordentlich machen und mit den IT-Kollegen gemeinsam und deshalb dauert es halt ein bisschen, bis es dann auch ordentlich programmiert wurde. Was kann die LBW denn mit ihrem Leistungsportfolio ihren Kunden liefern? Ich würde das gerne mit so einem magischen Dreiklang mal beschreiben, weil ich glaube, Sie müssen in drei Sachen gut sein. Erstens in dem Thema Produkte. Sie brauchen natürlich passende Produkte, Sie brauchen leistungsfähige Produkte und das muss natürlich funktionieren. Das zweite ist Beratung. Das heißt, Sie brauchen gute Fachberater, Cash Management, Sie brauchen Berater, Unternehmenskunden oder Key Account Management, die natürlich die Kunden beraten in der Zeit. Und das dritte Thema, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist Service. Denn Service macht manchmal den Unterschied. Service ist wichtig, das tägliche Banking der Kunden zu unterstützen. Deshalb investieren wir auch sehr viel in Service. Und natürlich ist das Thema umfangreiches Liquiditätsmanagement wichtig, dass Liquiditätsthemen da sind, Anlagemöglichkeiten da sind. Wir wissen alle die Probleme rund um das Thema Einlagen. Und insofern brauchen Sie natürlich auch einen Berater rund um das Thema Liquiditätsmanagement. Und Sie sehen natürlich deutlich, dass Sie Themen wie bargeldloses Bezahlen oder auch eine professionelle Beratung, digitale Tools brauchen. Und ich glaube, das stellt die Landesbank zur Verfügung, den Dreiklang Produkte, Beratung und Service. Was sind denn die wichtigsten Kundenbedürfnisse, die Ihnen im Cash Management so tagtäglich begegnen im Moment? Ich glaube, grundsätzlich ist mal wichtig, dass wir die Kundenschnittstelle heute wie morgen unbedingt weiter besetzen wollen, weiter ausbauen wollen. Deshalb war vorhin mir auch das Thema Hausbank so wichtig, weil ich glaube, in der Kundenschnittstelle relevant zu sein, ist ganz wichtig für eine Bank und daran arbeiten wir jeden Tag. Und wenn man sich natürlich dann anschaut, das Thema, was ist wichtig, was will der Kunde? So will er natürlich zeit- und ortsunabhängig natürlich Interaktion mit uns haben. Er möchte natürlich ein einfaches und schnelles Angebot haben und natürlich auch ein starkes digitales Angebot. Deshalb dieses Pushen des digitalen Angebotes, weil wir sehen, dass das immer mehr kommt. Und gerade die Interaktion mit den Kunden ist uns auch sehr, sehr wichtig, damit wir am langen Ende das liefern, was natürlich die Kunden auch brauchen. Einerseits eben die Digitalisierung und die Angebote, andererseits aber eben auch der Service, der so extrem wichtig für Sie ist. Warum ist der Ihnen so wichtig? Ja, ich habe mal ganz plakativ gesagt, Service macht vielfach den Unterschied. Und wir investieren viel in unseren Service, in unsere Kundenmanager, in Qualifizierung. Denn ich glaube einfach, das tägliche Banking, dass wir den Kunden täglich zur Verfügung stehen, ist sehr wichtig. Täglich an der Seite stehen der Kunden, gerade im Banking-Thema, das schätzen unsere Kunden sehr. Und ich hatte vorhin auch gesagt, das Thema Sicherheit ist wichtig. Da gehören auch Ansprechpartner dazu. Das geht natürlich immer vor Innovation. Deshalb hatte ich vorhin auch gesagt, bei der digitalen Signatur, wir müssen das ordentlich im Zahlungsverkehr etablieren. Und wir setzen natürlich auf eine hohe Qualität auch bei dem Thema Lieferfähigkeit und Stabilität. Und was brauchen Entscheider? Entscheider benötigen Transparenz, Entscheider brauchen kurze Wege auch bei Rückfragen. Und deshalb glaube ich einfach, dass ein guter Service, der im entscheidenden Moment unterstützt,
dass der sehr wichtig ist für die Kunden. Auch das haben wir vorhin beim Treasurer Talk gehört, eben diese viel stärkere Präsenz, gerade von vertrauten Banken, die dann einfach da waren, wenn man sie gebraucht hat in den schwierigen Zeiten der Pandemie. Das LBW Cash Management ist seit letztem Jahr noch enger ans Unternehmenskundengeschäft rangerückt. Warum haben Sie das gemacht und welche Vorteile versprechen Sie sich dadurch? Ich glaube, dass neben dem Kreditgeschäft insbesondere Konto- und Zahlungsverkehr das zweite Ankerprodukt mit unseren Unternehmenskunden darstellt. Und wir wollen Hausbank und strategischer Partner sein. Insofern wollen wir natürlich auf der Kreditseite unterstützen und wir wollen natürlich auch auf der Cash-Management-Seite unterstützen, Hand in Hand. Und deshalb ist das die Basis auch für eine Hausbankfunktion, eben nicht nur der zu sein, der die Kredite liefert, sondern auch den Zahlungsverkehr, das Konto macht, Einlagenthemen, sich um diese ganzen Komplex des Cash-Management entsprechend kümmert. Und ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist auf der Kundenseite. Nehmen Sie ein Beispiel, wir priorisieren Produktthemen, wir priorisieren Servicethemen und dann wollen wir es natürlich aus einer Kundensicht priorisieren. Und deshalb ist es gut, dass der Produktbereich ein Teil des Kundenbereichs entsprechend ist, um natürlich hier auch Themen wie Working Capital Management und anderes natürlich erfolgreich zu vorne bringen. Sie sparen auch Schnittstellen. Sie können natürlich in der Kundenseite, auf der Kundenseite Dinge schneller beantworten, auch für die Kunden zur Verfügung stehen, fallabschließend Dinge tun. Insofern haben wir uns entschlossen, das Thema ganz eng an den Kundenbereich entsprechend mit ranzurücken. Was meinen Sie denn, welche Themen die Kunden in Zukunft ganz besonders bewegen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe, wenn man sich so überlegt, aus der Unendlichkeit der Innovation, dann muss man sich jetzt mal ein paar rauspicken. Denn ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir den Fokus nicht verlieren und nicht 28.000 Innovationen jeden Tag zu den Kunden bringen. Ich glaube, das verwirrt eher. Und deshalb ein Fokus auf ein paar Themen. Ich glaube, digitale Custom Experience, will ich es mal nennen, finde ich sehr, sehr wichtig. Aus der Studie habe ich gelesen, dass 65% der Banken priorisieren mobile und webbasierte Kanäle. Deshalb finde ich das eine wichtige Innovationsthematik. Und heute haben wir einen Fokus sehr stark auf transaktionsbasierte Plattformen. Und ich glaube, zukünftig haben wir natürlich einen klaren Multi-Channel-Ansatz. Also komplette Kunden-Journey auch abzubilden, wie zum Beispiel unserem Corporates-Portal, wo wir in einem digitalen Ökosystem so nach und nach diese Kunden-Journey anpassen wollen. Und wir müssen natürlich auch Anpassungsfähigkeiten haben. Und das Corporates-Portal ist damit ein richtiger Schritt in diese Richtung, damit wir mehr Breite haben, also damit meine ich Angebots- und Funktionsbreite, aber auch mehr Tiefe, nämlich unterstützen die Kundenprozesse noch tiefer. Und ich glaube, diese Fähigkeit, Funktionen in diese digitalen Schnittstellen mit reinzubringen, ist ganz wichtig für personalisierte Angebote, damit wir Kunden natürlich spezifische Angebote geben können und natürlich auch mit einer einfachen User Experience. Also der erste Punkt wäre für mich digitale Customer Experience. Der zweite Punkt vielleicht, wenn ich den noch darf, ist ja, Open Banking. Also das finde ich auch sehr wichtig. Open Banking, was meine ich damit? Auch hier sind, wie ich der Studie entnommen habe, 85% der Banken dabei, Fokus auf Entwicklung von APIs zu richten, dass wir die Priorität natürlich haben, in den nächsten Jahren das auch weiterzuentwickeln. Denn solche Open-Banking-Architekturen ist eine Voraussetzung, wenn Sie Ihre Prozesse optimieren wollen, wenn Sie Datenmanagement machen wollen, wenn Sie einen Datenaustausch auch zwischen den Kunden brauchen. Deshalb glaube ich, wichtig ist das zweite Thema Open-Banking im Sinne von Automatisierung von Prozessen, Ausbau, Produktpalette und der Dienstleistungen. Insofern wäre das für mich ein zweiter wichtiger Punkt. Wie fokussieren Sie sich denn jetzt auf Zukunftsthemen in Ihrem Haus? Was ist wichtig? Ja, wichtig glaube ich, wir sind sehr stark in Interaktion mit Kunden und deshalb ist natürlich wichtig herauszufinden, was brauchen Kunden. Wir kommen mit Vorschlägen, diskutieren mit Kunden und überlegen dann natürlich, was sind Themen, um die wir uns kümmern müssen. Und Fokus halte ich für sehr wichtig, denn wie ich vorhin gesagt habe, es gibt so viele Innovationsideen und Sie müssen natürlich Spreu vom Weizen trennen. Sie müssen natürlich die Weizenkörner finden, auf die richtigen Themen setzen. Also ein Beispiel, was ja momentan noch in den Anfangsschuhen steht, aber auch wichtiger wird, ist natürlich das Thema Analytics und Künstliche Intelligenz. Alle Banken haben da Projekte dazu aufgesetzt, aber wir sind natürlich noch ein Stück weit entfernt, das so richtig einzusetzen. Und ich glaube einfach, so Themen wie Big Data, Machine Learning und so weiter, das sind natürlich Themen der Zukunft. Und wir müssen uns darum kümmern, um solche Innovationsthemen. Ich glaube, im ersten Schritt werden es vielleicht Use Cases sein auf der Risikoseite, also Stichpunkt Cybersecurity, Geldwäsche, andere Themen, wo Sie natürlich auf Basis dieser Analytics-Tools und der KI-Thematik da entsprechend unterstützen können. Aber im nächsten Schritt werden wir natürlich auch zur Kundenseite kommen, also Stichpunkt Liquiditätsverfahren,
Forecasts machen oder FX-Analysen, Exposure-Management, andere Themen machen, um die Kunden natürlich auch zu unterstützen. Das heißt, nicht nur für uns Themen zu haben, sondern auch für die Kunden Themen zu haben. Und ich glaube, das wird ein Thema sein der Zukunft, was wir auch noch machen werden. Da ist die Skepsis noch groß. Das habe ich auch wieder im Treasurer Talk gehört. Ja, das kommt und so. Aber wir hatten gerade hier schon ein Interview, dass da schon ganz viele Möglichkeiten sind, wo mit mathematischen Modellen eben Millionen von Möglichkeiten durchgerechnet werden. Und tatsächlich recht zuverlässige Analysen und Vorhersagen möglich sind, die zumindest als Entscheidungshilfe dienen können. Also das wollen Sie Ihren Kunden künftig bieten? Ja, aber in Schritten. Und da muss man auch vom Erwartungsmanagement ganz ehrlich sein. Wir stehen hier in den Anfängen. Und ich glaube, deshalb hatte ich es auch priorisiert. Im ersten Schritt haben Sie natürlich sehr schnell die Möglichkeit, auf der Risikoseite da Dinge zu tun. Deshalb hatte ich Ihnen Cybersecurity, Geldwäsche, solche Themen genannt, auch in den Risikomodellen unserer Bank selber solche Themen einzusetzen. Aber ich glaube, sukzessive wird es zum Kunden kommen. Es wird noch Zeit brauchen und die Projekte sind noch in den Anfangsschuhen, aber es wird nach und nach zu den Kunden kommen, dass wir die unterstützen können. Aber nochmal vom Erwartungsmanagement nicht die Erwartung haben, es ist morgen. Das ist ein Thema eher von über und von übermorgen. Wie ist Ihre Erfahrung mit Blockchain? Wie setzen Sie die ein? Gestern im Gespräch mit dem Kollegen von UniCredit kam ganz klein, segmentiell, ja, sinnvoll, aber der große Hype, den wir vor 2, 3 Jahren hatten, wo es hieß, Blockchain wird die Bankenwelt überflüssig machen irgendwann, davon ist keine Rede mehr. Ja, ich habe von dem Hype nichts gehalten. Also Blockchain ist ja keine Revolution und macht schon gar nicht die Banken überflüssig. Aber ich glaube, genau wie Sie sagen, punktuell Blockchain einzusetzen, macht sehr, sehr viel Sinn. Beispiel, wir haben ja als Landesbank Baden-Württemberg sehr erfolgreich das Schuldscheinthema über die Blockchain abgewickelt. Ein zweites Thema ist natürlich schon Payments und Cash Management. Also die Blockchain zu nutzen und die DLT to pay, will ich es mal nennen, das Thema DLT zu verknüpfen mit unserem EBIX-Zahlungsverkehr, um mal ganz klassisch zu werden, ist, glaube ich, schon wichtig. Und das Thema ist für mich weiter ein Thema der Zukunft, nicht im Sinne von breit und Revolution, aber punktuell an den Themen zu arbeiten, finde ich sehr wichtig. Gerade auf der Payment-Seite haben wir ja auch konkrete Pilotkunden und Projekte hier schon am Laufen, wie wir entsprechend die Blockchain nutzen können. Wir haben eine Kooperation hier auch mit Cash on Ledger, wo wir hier natürlich ausproben, wie wir das auf der Payment-Seite noch besser einsetzen können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Absolut, es bleibt spannend und ich glaube, das Wichtige ist, Payment ist auf der einen Seite klassisch, der klassische Zahlungsverkehr, das klassische Konto, das klassische Einlagenthema. Aber ich glaube, auf der Payment-Seite haben Sie unendlich viele Möglichkeiten auf der Innovationsseite. Aber genau wie Sie gesagt haben, wir brauchen Fokus, wir müssen die richtigen Themen raussuchen, gemeinsam mit unseren Kunden und die müssen wir dann konsequent weiterentwickeln. Vielen Dank, Herr Dr. Haengel. Weiter viel Erfolg und vielen Dank an die LBBW. Vielen Dank an Sie. Dankeschön. Ja.